Dann lass uns doch mal gucken, was McRalf so für ein wunderschönes Setup hat. Das würde mich ja interessieren. Also ich finde das ja immer schön, mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen bei Leuten. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinschaut. Und willkommen zu einem kleinen Hinter-den-Kulissen-Video. Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich hier mal mein Setup zeige und was ich genau benutze. Und wir sprechen heute nicht nur darüber, was ich mir hier in den letzten Monaten und Jahren zusammengebastelt habe, sondern auch, warum ich mir diese Bestandteile ausgesucht habe und was ich in Zukunft vielleicht anders machen würde. Das ist ja ein cooles Intro. Ja, und so wie das jetzt hier gerade aussieht, das ist die typische Perspektive, die ihr aus den Videos oder Livestreams kennt. Von der anderen Seite sieht das so aus und meine Simracing-Ecke steht in einer Ecke meiner Man-Cave. Das ist tatsächlich ein kompletter Gaming-Room, den ich mir so über die Zeit eingerichtet habe. Und den können wir uns in einem separaten Video auch sehr gerne nochmal genauer angucken. Das würde allerdings den Rahmen sprengen. Da sind ein paar nette Sachen, die vielleicht die insbesondere Gamer unter euch auch noch interessieren. Was denn hier für ein geiler, für geile Sitze? Das ist tatsächlich ein kompletter Gaming-Room. Alter, wie geil ist das denn hier? Oh, ich sehe schon, irgendwie meine Man-Cave ist doch ein bisschen anders. Den ich mir so über die Zeit eingerichtet habe. Und den können wir uns in einem separaten Video auch sehr gerne nochmal genauer angucken. Das würde allerdings den Rahmen sprengen. Da sind ein paar nette Sachen, die vielleicht die insbesondere Gamer unter euch auch noch interessieren könnte. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, wenn ihr auch mal eine bisschen ausführlichere Tour tatsächlich hättet. Aber das ist die Ecke, in der, ja, sag mal, die meiste Zeit meiner Hobbyfreizeit dann entsprechend auch verbringe. Und wir gucken uns ein Bestandteil an. Du wohnst in einem Haus, oder? Du hast hier deine eigenen LAN-Dosen verbaut, wenn ich das richtig sehe. Ah ja. Hobbyfreizeit dann entsprechend auch verbringen und ja, wir gucken uns ein Bestandteil nach dem anderen an und wie gesagt mit ein paar Hintergründen, warum und was ich vielleicht zukünftig anders machen würde. Und am Ende des Videos kommt noch was, ja, nennen wir es mal Besonderes. Diejenigen, die regelmäßig in den Livestreams dabei sind, wissen, das ist nicht das einzige Rig, was ich besitze und was es damit genau auf sich hat und warum das so ist, das gucken wir am Ende des Videos mal an. Ich glaube, ist man an der linken Hand nicht verheiratet? Ich glaube nicht, dass der McRalf Single ist. Ich glaube sogar, dass seine Frau hier regelmäßig zuguckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube nicht, dass McRalf alleine ist. Rechts? Dann ist er verlobt links, oder? Würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Warum haben wir denn in letzter Zeit so Leute, die immer so von so komischen Sachen ausgehen hier? Warum ist man denn Single, wenn man eine Man Cave hat? Was soll das denn? Das ist totaler Quark mit Soße. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber es gibt halt auch Damen, für die ist das völlig fein. Die haben dann halt ein Häkelzimmer oder eine Leseecke oder ein Lesezimmer oder was auch immer. Also, beruhig dich. Mal Schritt für Schritt durch. Das Rig an sich ist das Playseat Sensation Pro Black. Und es gibt zwei ganz einfache Gründe, warum ich mir das ausgesucht habe. Und zwar hatte ich mir das Ende 2020, also quasi vor dem ersten großen Pandemiewinter, zugelegt. Und es war ja eines der wenigen, ja, überhaupt noch vor Weihnachten lieferbaren Rigs. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Gut, so lange ist es jetzt tatsächlich auch noch nicht her. Aber es war tatsächlich 2020, als die Leute viel Zeit und auch noch ein bisschen Geld übrig hatten, gar nicht mehr so einfach überhaupt an Simracing-Equipment ranzukommen. Und das war tatsächlich eines der wenigen, die überhaupt noch lieferbar waren und vor allem noch sehr schnell lieferbar waren, da ich dann eben kurz vor Weihnachten den Rappel bekommen habe und gedacht habe, hier muss jetzt unbedingt ein Rig rein. Ich möchte nicht mehr am Schreibtisch spielen, da muss jetzt was passieren. Und es sollte halt gleichzeitig auch ein Rig sein, was einigermaßen hübsch aussieht. Ein schwarzes Rig war mir wichtig und ganz ehrlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber ich finde es einfach super hübsch mit diesen gebogenen Stahlrahmen. Ich weiß gar nicht, Stahl ist wahrscheinlich übertrieben. Was ist das? Ist das Aluminium? Ist das Blech? Zink? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es nett aus. Und die Kombination aus schwarzem Design, hübschen Formen und schneller Lieferfähigkeit hat mich dann einfach dazu gebracht. Es war auch super schnell aufzubauen. Also die Playseat-Dinger sind, was das angeht, wirklich. Das ist eine gute Frage. Nee, wir gucken in HD. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die GoPro nicht genug Licht hat hier. Super, super praktisch. Würde ich es zukünftig nochmal machen? Sehr wahrscheinlich nein, aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich hier nochmal was verändern oder upgraden sollte, dann würde ich definitiv zu einem richtigen Alu-Rig greifen, weil wir haben hier das Problem, das sieht zwar toll aus und sag mal auch im Wohnzimmer oder irgendwo in einer netten Ecke, wenn man sich entsprechend eingerichtet hat, kann man das Rig dann auch wirklich gut sehen, aber man hat halt sehr wenig bis gar keine Erweiterungsmöglichkeiten. Wenn wir also hier irgendwie noch eine Buttonbox oder irgendwas dran machen wollen oder eine Maushalterung, das ist alles nur schwierig möglich. Das Rig hat hier nochmal, man sieht das,
noch mal ein paar Schrauben. Also es gibt hier noch zwei so Halterungen, die man links und rechts sich dazu kaufen kann. Da passt dann zum Beispiel auch ein Schiff da drauf. Dann kann man aber tatsächlich auch deutlich schwerer ein- und aussteigen. Und deswegen, ja, es sieht gut aus. Gerade wenn man vielleicht auch auf der Konsole unterwegs sind oder sich noch nicht noch riesengroß Equipment dazu kaufen will, dann kann man da wirklich nichts mit verkehrt machen. Und ich muss sagen, ich bin super happy. Das Ding ist stabil, auch mit den DirectX Drives, die ich bisher dran habe. Reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Merke ich keinerlei Flex oder irgendetwas. Der Sitz ist echt super bequem. Und das hier ist tatsächlich die ältere Variante. Ich hatte ja schon mal angeteasert, wir gucken uns später nochmal ein anderes Rig an. Da kann ich auch tatsächlich nochmal ein bisschen mehr über die Updates des Sensation Pro Black dann auch erzählen. Aber ich finde das bei Content-Creatern immer so schön, dass sie ihre Lichter, die sie haben, immer gegen die Wand machen. Warum? Also zum Beispiel jetzt gerade Keylights, ne? Also mein Keylight, das knallt mir direkt ins Gesicht. Und das ist ja extra schön soft gemacht, sodass du da theoretisch auch reingucken kannst. Ich verstehe das nicht. Also an alle Content-Creator da draußen oder Menschen, die Kameras benutzen, der Sensor braucht Licht so viel, wie es geht. Da, wo du eine angenehme Dings haben willst, Bildqualität. Ich verstehe das nicht. Ich sehe das bei so vielen Leuten, die Dinger immer gegen die Wand klatschen. Also vielleicht ist man lichtempfindlich? Gut, das, naja, das darf man jetzt nicht, vielleicht ist man lichtempfindlich. Kann gut möglich sein. Das ist hier in so einer Möchtegern-Alcantara-Optik, aber wirklich bequem. Die Kissen hier lassen sich ein bisschen verstellen, beziehungsweise rausnehmen und auch mal waschen, wenn es sein soll. Also hier kann man auch wirklich längere Sessions sehr gut drin machen. Es hat, was ich richtig nice finde, eine Verstellung. Also ihr könnt hier problemlos den Sitz nach vorne und nach hinten schieben. Das ist super, super praktisch. Und das alte Modell, also je nachdem, vielleicht kriegt man es ja auch irgendwo mal gebraucht, hat hier noch diese Verstellung. Dann könnt ihr nämlich die Wheelbase hoch und runter klappen. Also entweder auf eine andere Höhe oder wenn ihr leichter ein- und aussteigen wollt. Das ist cool. Die neueren Modelle haben das nicht mehr. Die haben hier eine deutlich dickere Metallplatte, dass sie eben auch mit den stärkeren Direct Drive Wheelbases eben auch klarkommen. Deswegen. Aber auf dem Gebrauchtmarkt, denke ich mal, werdet ihr das Modell wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Mal sehen. Ansonsten, die Wheelbase ist die Fanatec DD Pro. Ich bin jahrelang mit der Elite für die PlayStation tatsächlich gefahren, habe dann jetzt auch vor ein, zwei Jahren auf Direct Drive zumindest die kleinere Variante hier umgestellt. Das ist das Schmuckstück mit nicht 5, sondern mit 8 Newtonmetern. Also ich habe mir das stärkere Netzteil mit dazu geholt und muss auch sagen, ich habe so viel Spaß mit dem Ding. Also irgendwann upgrade ich vielleicht auch nochmal, hole mir ein bisschen was Stärkeres, aber bisher bin ich da super, super happy mit. Das Lenkrad, das ich benutze, ist das Fanatec Formula 2.5X und ich kann mal dazu sagen, warum ich mir diese Kombination geholt habe. Mir ist es einfach persönlich ganz wichtig, dass mein Equipment nach wie vor konsolenkompatibel ist. Das heißt, ich möchte ohne umbauen zu müssen auf PC, PlayStation und Xbox wirklich total fließend spielen können. Und in dieser Kombination ist... Hätte man rausschneiden können, sympathisch ist drin geblieben. Ist es nämlich auch möglich, denn mit dieser... Paul hätte das gnadenlos weggeschnitten. Gnadenlos, da wird er gar nicht, zack, zack, weg, braucht keiner. PlayStation-zertifizierten DD Pro Wheelbase und dem Formula 2.5X zertifiziert für die Xbox kann man eben genau mit diesem Setup vollkommen egal, ob PC, PlayStation oder Xbox fahren. Mir persönlich ist das wichtig, weil ich auch immer mal wieder zwischen PC und Konsole hin und her wechseln möchte und das ist einfach der Hintergrund. Aus dem ganz einfachen Grund, Slice of Bread, also ich das Argument nicht verstanden, man kann Gran Turismo fahren oder Forza Motorsport und das ist das Argument, Punkt, aus, Ende, fertig, das geht am PC nicht. Also Forza Motorsport ja, aber Gran Turismo kannst du nicht am PC fahren. Und man wird sich wundern, wie groß die Community ist bei Gran Turismo. Die ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Ja, und das sind eben die Fanatec-Pedale, die es in dem Bundle dazu gibt. Oh, ich vergesse jedes Mal ihren Namen, ich trottel. Ich habe euch unten aber in der Videobeschreibung auf jeden Fall das komplette Setup verlinkt. Da findet ihr eine Übersicht, da ist alles drauf, was ich hier in irgendeiner Form benutze, bis hin zu den Kameras, zu den Lichtern, zum Monitor und so weiter. Das findet ihr dort alles, aber das sind, glaube ich, die LC, Lautzellpedale, so oder so ähnlich. Auf jeden Fall eben die Lautzell-Variante. Das ist, da bin ich immer mal wieder am Überlegen, ob ich da nicht upgraden soll, denn ich weiß nicht, ob das auf dem Video richtig gut rüberkommt. Aber das ist hier eine relativ glatte Plastikfläche. Und ich bin an sich mit dem Pedal, mit dem Feedback und so weiter wirklich super zufrieden. Diese Pedale lassen sich aber eigentlich nur mit, ja, entweder Schuhen oder eben so ABS-Socken
Oder barfuß fahren, aber mit normalen Socken, falls ihr ein Sockenfahrer sein solltet, rutscht man da einfach ab. Das ist einfach zu glatt. Es gibt dann, glaube ich, auch noch andere Dinge, die man dran bauen kann, dass es ein bisschen rutschfester ist. Aber ganz ehrlich, im Winter fahre ich mit ABS-Socken, im Sommer teilweise sogar barfuß. Funktioniert für mich super. Aber deswegen, ich komme gut damit klar, aber es ist jetzt qualitativ, was die Pedale angeht, jetzt nicht das Allerbeste. Ja, was würde ich zukünftig anders machen? Da gibt es aber auch so Klebestreifen für. Kann man sich so ein zweiseitiges, also nicht zweiseitiges Klebeband, aber es gibt so ABS-Tape, da macht man sich so Strichchen drauf davon und dann hat man das auch nicht mehr so doll. Grundsätzlich bin ich immer wieder überlegen, ob es dann doch mal eine Wheelbase mit noch mehr Newtonmetern sein könnten. Im Moment bin ich halt immer auch noch auf dem Trip, dass ich sage, das soll auch für die Konsole funktionieren. Deswegen muss man fairerweise sagen, komme ich halt Stand heute um Fanatec nicht drum herum. Und jetzt müssen wir generell mal gucken, wie es mit Fanatec tatsächlich weitergeht. Jetzt habe ich zwar leicht gelacht, aber lustig ist es überhaupt nicht. Ja, irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, nur als kleine Randnotiz, dass es Fanatec auch weiterhin geben wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sobald irgendwie ein anderer wie Asetek oder wie Moser eine Konsolenlizenz bekommen sollte, würde ich zumindest ernsthaft darüber nachdenken, auch mal links und rechts zu gucken. Vor allem, weil es da draußen eben auch ein paar richtig hübsche Lenkräder gibt. Ich schwärme zum Beispiel total für das GSI P1. Das ist natürlich krank teuer mit über 2.000 € und das zahle ich auch nicht mal ebenso aus der Portokasse. Aber ich hätte Bock allgemein, mal einfach nochmal ganz andere Lenkräder von anderen Herstellern eben auch zu nutzen. Und da bist du dann eben mit einer Fanatec Base dann schon sehr eingeschränkt. Ja, ansonsten, lass mich mal gucken. Ich glaube, das waren jetzt auch schon so die wichtigsten Sachen. Wir haben hier nur, ich habe es jetzt mal ausgemacht, weil ich gesehen habe, der hatte ein bisschen geflackert. Das ist mein 55 Zoll QLED-Fernseher. Übertrieben groß, aber auch mega, mega cool. Es ist also wirklich so, als würde man im Cockpit drin sitzen und das Lenkrad hier vorne in der Realität ist genauso groß wie das auf dem virtuellen Bildschirm. Deswegen, ich habe mich drin verliebt und ich will es jederzeit wieder so machen. Da drüben Wiu Fov habe ich meinen, jetzt hatte ich fast gesagt, Kontrollbildschirm. Und das ist quasi mein Streambildschirm. Da sehe ich also euren Chat auf Twitch und YouTube. Hier ist die Kamera, in die ich dann freundlich reinlächle, mal mehr, mal weniger. Mein Stream Deck XL, auf das ich eben die wichtigsten Stream-Funktionen draufgepackt habe. Ein Thermometer, damit man auch weiß, dass man wirklich schwitzt, weil es warm ist und nicht, weil man einfach nur älter wird. Und hier noch so ein bisschen Equipment. Ich werde immer mal wieder nach den Handschuhen gefragt. Das sind die Sparco Mecha 3. Ich benutze sie sowohl hier zu Hause als auch in meinem anderen Rig. Kommen wir gleich noch zu. Und muss sagen, ihr seht, die sind oben so ein bisschen abgenutzt. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da irgendwie mal am Klettverschluss oder irgendwo hängen geblieben bin. Da sind ziemlich die Fäden gezogen. Aber an sich, wenn wir uns die Fläche angucken, ich benutze die jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ich bin super happy damit. Und ich mag es. Rest in peace. Ich habe noch nie wieder Handschuhe gefunden wie diese. Meine allerersten Handschuhe. Nee, mein zweites Paar Handschuhe. Die sind jetzt 3 Jahre alt. Ja, 3 Jahre sind die alt. Spargo ist es einfach. Ob man das nur mag oder nicht. Ist vor allem, wenn Hält die ewig. Handschuhe kurz sind und ich ziehe sie eben auch an, weil eben auch die Lenkradvariante hier dieses Alcantara-Gedöns hat und ich möchte nicht mit meinen Fettfingern ran. Deswegen, das hat in erster Linie was damit zu tun, das Lenkrad ein bisschen zu schonen und ja, also ohne Handschuhe würde ich es dann tatsächlich auch nicht mehr machen. Ansonsten muss ich sagen, das ist jetzt eigentlich im Wesentlichen mein Setup. Wir können vielleicht hier nochmal. Das zweite Keylight leuchtet ihn an. Und das ist nicht, das, weil das nämlich kaltweiß hat. Als er drinnen gesessen hat, war es kaltweiß. Dann habe ich eben gerade vergessen wir alles, was ich zu dem Licht gesagt habe. Ganz kurz darauf eingehen, denn wenn ich auf dem PC unterwegs bin, spiele ich tatsächlich Stand heute noch auf meinem alten Gaming-Laptop. Da läuft iRacing drauf, da läuft ACC drauf, vielleicht nicht in den allerhöchsten Auflösungen, aber noch erstaunlich stabil. Und hier drüben habe ich dann quasi, können wir noch mal ganz kurz drüber gucken, das Equipment, wenn ich da mal kommentiere. Das habe ich jetzt allerdings auch schon länger nicht mehr gemacht. Also im Endeffekt per Schalter gehe ich dann von den beiden Bildschirmen auf die da drüben. Das ist mein Streaming-PC, aber wie gesagt, das könnte man sich dann vielleicht auch noch mal. Du hast einen Greenscreen zum Stehen in deinem Zimmer? Oh. Mal genauer angucken, wenn ich dann tatsächlich mal eine komplette Man Cave Tour machen sollte. Und ja, habe ich irgendwas übersehen? War ich irgendwie zu schnell? Dann lasst es mich gerne wissen. Und jetzt hatte ich angekündigt, das ist nicht das einzige Rig, was ich besitze. Und das ist ja
so eine Mischung aus Dekadenz und Verrücktheit, aber es hat ganz konkrete Gründe. Und zwar ist das Schmuckstück hier und ihr werdet die meisten Bestandteile tatsächlich wiedererkennen. Das sind hier knappe 24 Quadratmeter, also wirklich mehr als ein Bett und ein Rig passt hier tatsächlich auch nicht rein. Und ja, ihr werdet aber einiges wiedererkennen, denn das ist tatsächlich exakt dasselbe Rig wie zu Hause, allerdings in einer leicht geupdateten Version, aber ebenfalls das Sensation Pro Black. Und das hat diesen coolen neuen oder jetzt aktuellen atmungsaktiven Sitz, den ich tatsächlich sehr zu schätzen weiß. Und ja, in dem anderen, in dieser möchtegern Alcantara Kunstleder. Ist das ein anderer Ring? War der erste nicht du? Scheiße, warum achte ich eigentlich auch so? Ist egal. Variante kommt man wirklich ganz schön ins Schwitzen. Und das hier ist tatsächlich richtig cool. Ich mag diesen Sitz. Der ist bequem und man schwitzt eben nicht so stark drin. Prinzipiell ist es aber dasselbe Rig. Die einzige noch unterschiedliche Teil, ich gehe mal hier jetzt einmal kurz unten drunter, seht ihr, dass das Rig, nee Blödsinn, dass die Wheelbase hier auf einer richtig stabilen, dicken Metallplatte angebracht ist. Also das Rig ist dann quasi schon für die Direct Drives geupdatet worden. Ansonsten haben wir hier auch die DD Pro. Das ist mein Fanatec Formellenker, was ich quasi immer hin und her schleppe. Das ist quasi das einzige Bestandteil, das ich immer von A nach B mit rumtrage. Ansonsten, der Monitor ist natürlich deutlich kleiner. Wir reden hier selbstverständlich nicht von einem 55 Zoll OLED-TV, sondern das ist jetzt hier nur ein 32 Zoll, aber immerhin 4K-Monitor. Und ich habe den sekundären Bildschirm, auf den dann der Stream läuft, auf dem ich euch dann auch im Chat sehe, dann entsprechend hochkant gestellt, weil der Platz hier einfach sehr, sehr eingeschränkt ist. Das ist dann aber auch hier dieselbe Kamera wie zu Hause. Wir haben einen Stream Deck XL, auch die Pedale sind die gleichen. Also ich muss mich quasi nicht groß umgewöhnen. Das Kabelmanagement, ja, das lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, alles ein bisschen improvisierter. Und ich habe dann auch keinen dedizierten Streaming-PC, sondern ich habe hier im Endeffekt meinen alten Laptop. Und wenn ich in München bin, streame ich auf der Kiste. Wenn ich zu Hause bin, fahre ich auf dem Teil. Also das ist tatsächlich der Laptop, auf dem dann auch iRacing läuft. Hier ist dann nochmal die PlayStation und mein alter Gaming-PC, der leistungstechnisch tatsächlich schwächer ist als der Laptop hier, aber hier, was ACC und iRacing angeht, tatsächlich noch einen sehr guten Job macht. Und ja, nicht hübsch, aber selten. Und diese komischen Lampen da im Hintergrund, die jetzt hier ziemlich doof angeordnet aussehen, die sehen im Stream dann tatsächlich so aus. Ich habe zwar in den Livestreams schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne im Video nochmal, da einige von euch sicherlich auch neu dabei sein werden. Ich bin beruflich relativ viel unterwegs, beziehungsweise 3 Tage die Woche nicht daheim, sondern etwa 200, 250 Kilometer entfernt in München und bin also somit in der Regel 2 Abende in der Woche nicht in meiner Man Cave. Und das hätte über kurz oder lang schlicht und ergreifend dazu geführt, dass ich das Simracing-Hobby und auch das ganze Projekt hier hätte einstellen müssen, denn ich kann nicht 3 Tage die Woche unterwegs sein, dann am Wochenende nach Hause kommen und dann die kompletten 3 Tage wieder im Keller verschwinden. Und somit habe ich mir... Ja, er kommt übrigens Truth, jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen, wo hier Zastaris herkommt. Da gibt es doch nicht ordentlich Zuschläge, wenn man nicht zu Hause ist und immer außerhalb ist. Doch, doch, oder? Ich kenne mich da nicht aus, aber... Da kommt vor roundabout einem Jahr dann tatsächlich ein zweites Rig gegönnt und bin halt somit in der Lage, unter der Woche, wenn ich, sage ich mal, auch meiner Frau, der Familie, dem Freund... Da wurde deine Frage auch beantwortet. ...Freunden keine Zeit wegnehmen, in Ruhe fahren und ein paar Rennen machen und eben auch trainieren und dann vielleicht am Wochenende nochmal ergänzend was machen. Und das war ehrlich gesagt die einzige Möglichkeit, dieses Hobby und dieses Projekt hier überhaupt in den letzten Jahren noch aktiv zu betreiben und zu ermöglichen. Finde ich gut. Und ganz wichtig bei dem Setup war mir eben, dass es sich quasi um 1:1 denselben Aufbau handelt. Das Einzige, was ich tatsächlich immer hin und her schleppe, ist das Lenkrad. Das nehme ich ab und stöpsel es dann in München wieder dran und umgekehrt. Also ein richtig schöner, smoother Übergang. Und ja, wie gesagt, hat mir einfach ein bisschen mehr Flexibilität gegeben und eben überhaupt ermöglicht, das Hobby eben in der privat-beruflichen Konstellation weiter zu betreiben. Ja. Und das war es im Wesentlichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mir sehr gerne mit dem Daumen nach oben wissen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendetwas ich vielleicht nicht ausführlich genug erklärt haben sollte oder irgendwas komplett übersehen haben sollte, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare rein. Und ja, wenn ihr Lust auf sowas habt, dann wie gesagt, kann ich auch mal eine größere Tour machen oder sowas ein bisschen regelmäßiger einbauen, wenn es vielleicht auch mal Updates geben sollte. Aber ich würde mal sagen, für heute war es das erstmal. Danke, dass ihr dabei wart. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
McRalf, ich hätte gerne eine ganze Roomtour. Euer McRalf, macht's gut, ciao. Danke. Ich möchte bitte eine ganze Roomtour, McRalf. Die kann auch mal wegen 30 Minuten gehen. Aber ich hätte gerne eine volle. Ich möchte das gerne sehen. So. Und ihr da draußen, ihr könnt diesem fantastischen Mensch jetzt mal voll gehen. Das ist nämlich ein super netter Dude. Kann ich euch nur ans Herz legen.